Hallo, hier ist der Christoph von Schnauz58 und das gibt eine VA für den Nordseemensch. Ich habe hier ein Gaucho-Messer der Firma Linda, das ich mir voriges Jahr gekauft habe, weil es mir so gut gefallen hat. Ich benutze das auch, aber in der Küche. Es ist ein sehr schön verarbeitetes Messer. Es liegt top in der Hand, hat eine Klingenlänge von 13,5 cm ungefähr. Es hat einen abgesetzten Griff, Leder, Holz, Leder, Messing, Horn und ist ein Gaucho-Messer. Ein Gaucho-Messer deshalb, weil diese Messer in Argentinien von den Rinderhirten benutzt werden, um ihr Essen zuzubereiten, die täglichen Arbeiten im Lager und unterwegs. Ein sehr schönes Teil, da gibt es ganz tolle Stücke. Und dazu gehört so eine Stecklederscheide. Und zwar hat die hinten ein Schild. Das Messer wird im Gürtel getragen, auf dem Rücken wird so hineingesteckt. Dieses Teil ragt über den Gürtel raus. Dieses Teil ist hinten am Rücken als Schutz, wenn man das Messer einsteckt, sich nicht zu verletzen. Jo, ich wollte das mal zeigen. Ein sehr gefälliges, feines Messer liegt super in der Hand. Ich benutze es meistens in der Küche als zur Essenszubereitung. Ist das ein ganz tolles Teil, ist rostfrei und wird in Argentinien gefertigt für die Firma Linda. Sieht man's? Jo, ich glaube. Jo, das wollte ich euch mal zeigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.